Hallo, ich bin Katrin Filzen und ja, ich gehöre zu dieser seltenen Spezies der schüchternen Schauspieler. Ja, es gibt uns wirklich. Also ich bin in Portugal geboren und aufgewachsen. Ich habe 12 Jahre dort gelebt, in der in Lisboa. Lisboa é uma das cidades mais lindas do mundo. É uma cidade muito especial e eu adoro lá ir. Eu vou lá pelo menos uma vez por ano para visitar a família e para matar saudades, saudades da praia, do mar. In Portugal, movies aren't dubbed. So, apart from German and Portuguese, I grew up with all kinds of languages. I watched a lot of movies. I love movies, so I watched American, French, Italian, Spanish movies, and all kinds of languages. And that's probably also the reason why I love languages and I love to live them and speak them. Also Sprachen ist wirklich eine große Leidenschaft, aber die größte ist sicher die Liebe zum Gestalten in allen Formen. Also ich habe als Kind Ballett gemacht, ja, man sieht es mir nicht mehr an, aber ich habe eine Körperlichkeit davon mitgenommen, eine Beweglichkeit. Ich kann mir ganz allein die Schuhe zumachen, auch wenn der Bauch im Weg ist. Ich rempel selten jemanden an. Ich bin in einem Gospelchor und das genieße ich. Aber im Moment ist, glaube ich, meine größte Leidenschaft neben der Schauspielerei die bildende Kunst. Nicht so repräsentativ, aber es passte eben in die Tasche. Und das ist ein kleiner Schlingensief, den ich sehr mochte. Also das habe ich gemalt, dass er gestorben ist. Also wenn ich male, bin ich oft alleine und das ist auch gut so, ist auch okay. Und gestalte alleine und das ist sehr persönlich. Und das Tolle beim Drehen finde ich eben dieses Team. Was ganz anderes, ich kann auch ganz schön schadenfroh sein. Nicht meine beste Eigenschaft, aber ich war unterwegs in der U-Bahn. Es war schon ziemlich spät. Und dieser Zugführer, die machen ja immer diese Durchsagen und der war so schlecht drauf. Der hat die Gäste angefahren. Zurückbleiben, einsteigen, macht's nach. Also es war wirklich so ein Geblöke die ganze Zeit. Und ich hörte mir das die ganze Zeit an und dachte mir, na, der ist ja gut drauf. Und dann waren wir am Stiegelmeierplatz. Und dann oh, macht dieser Typ wirklich eine total kleinlaute Durchsage. Oh. Meine Damen und Herren, wir hätten am Hauptbahnhof einen Aufenthalt gehabt. Ich muss nochmal zurückfahren. Und dann stapfte dieser Typ an diesen ganzen Waggons entlang, fuhr diese Station zurück, wartet. Ja, seine Durchsagen danach waren nicht mehr so böse. Böse. Ich fand's lustig. Okay. Ich bin echt böse.